Ich habe bei einem riesigen Charity-Kunst-Event mitgemacht mit ganz vielen anderen krassen Artists und Streamern. Und pro Bild hatten wir nur 50 Minuten Zeit. Und mein Satz war, Zoe Mattea ist Verkäufer im Bubble-Tea-Laden und Katzen sind die Kunden. Sie ist ein Mensch und kein YouTube-Charakter. Ich habe zuerst die Katzen komplett ignoriert, weil Katzen sind schwer. Und ich bin mittendrin auf eine krasse Idee gekommen. Anstatt Zoe Mattea schreibe ich Zoe Mattea wegen Bubble-Tea. Yo. Dann habe ich versucht, eine coole Bubble-Tea-Verkäufer-Pose hinzukriegen. Und das hat so lange gedauert, ich wusste, okay, ich krieg in der Zeit keine Katzen mehr. Also habe ich an den Seiten Katzenpose gezeichnet, die ihr Geld hinhalten. Ja, ja. Die Zeit war dann vorbei und wir haben uns die Ergebnisse von jedem angeguckt. Und alle Bilder waren viel zu krass. Und dann war auch meine Zeichnung dran. Und ich hoffe, es gefällt euch. Wie sie mir das Geld so hinwerfen. Danke, danke. Ich werde das bestimmt öfter spielen. Also abonniert den Kanal für weitere Runden. Denn...